Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin heute mal 67, der Ü50 Silberstreamer und habe heute einen Replay mit von meinem T54 E1. Doch zuerst schauen wir uns den Panzer mal kurz mal an, was er so drauf hat. Stufe 7, Stufe 9, Amerikaner Medium. Knapp 2,3 Damage pro Minute. 4 Clip, also Autoloader. Einzielzeit 2,78 Sekunden. Ja, okay. Das ist nicht so schön. 0,38 Dispersion wäre das. Also Fernschüsse sollte man meistens vermeiden. So in mittlerer Entfernung klappt das da meistens noch ganz gut. Wir sind relativ fit unterwegs. 43 km/h, knapp 44. Wir haben 1050 Strukturpunkte. Hält einiges aus. Standard Sichtweite haben wir 400. Ich habe bei mir eingebaut Optiken mit drin. Bei jedem Medium bei mir. Optiken, Stabi und Lüftung müsste ich drin haben. So. Guck mal weiter. Gehe ich mal gerne auf das Hybridmodell. So. Von vorne. Ein bisschen Kanonenblende so ein bisschen. Ja, die Seiten werden schon schwächer. Da kommen wir durch teilweise. Frontpanzerung, naja, könnte besser sein. Es ist halt Medium. Und Seite, ja gut, dürfen nicht. Hier haut uns alles durch den Turm an der Seite. Ketten können wir es absorbieren, ja, und hinten, wie üblich, jeder Panzer ist halt so, ne? Die Kanone, ja, wie gesagt, 0,38 Abweichung. Trollt gerne mal ganz gut. Da fahren wir ja 4 Schuss im Magazin. Das sollte dann auch soweit reichen. So. Dann gucken wir uns jetzt mal das Replay mal direkt mal an. So, da haben wir es. Dann springen wir da mal rein. So, wir sind in einem 2-Stufen-Match. Wir sind Low Tier, das heißt, wir haben 10er. Wir sind auf der Karte Küste. So, ich gucke mir erstmal an, wo fahren die ganzen anderen jetzt erstmal hin. Wo fahre ich jetzt mit? Was wäre sinnvoll? Wie gesagt, gut. Ganz hinten mit rum. Unten rum will ich jetzt nicht fahren, wegen meinem Turm. Wenn wir durch den Turm hauen, ist das ganz schön mächtig Kräfte. Aua, das brauche ich nicht. Drum fahren wir erstmal hier lang. Zentrin Action 10. Oh, der schreit schon wieder Hilfe. Jetzt sollte er nicht ganz so weit vorpreschen. So. Da haben wir einen FV, den Kinderwerfer. Okay, da haben wir nichts. Was haben wir vor uns? Ein IS-7. Nicht so gut. Oh, unser Torte ist da fast runter. Oder unser AT halt. So, jetzt haben wir da vorne unseren Heavy, steht da ganz alleine. So, wer ist da geplatzt? Unser Torte ist geplatzt. Okay. Schade. Wir haben da vorne auch ein Autoloader, wie es ausschaut. Ich werde jetzt nicht groß vorfahren, weil ich nicht weiß, wann der IS-7 um die Ecke kommt. Und das Objekt, das brauche ich nicht. Unser AMX M4 parkt da hinten lieber. Kriegen wir einen Schuss auf den T54? Ich leider nicht. Doch, da haben wir ihn. Einzielen. Ja, oh. Ja, das war gut. Der ist schon mal weg. Den Leid haben wir auch rausgeräumt. Den ersten Schaden gemacht. 48 Stück. Wow, das ist der E7. Mehr so einen Schuss drauf. Ich glaube, das steht hinter der Kirche. Okay, das bringt jetzt nichts. Wie gesagt, ich habe automatischen Feuerlöscher, große Repair-Kit drinne, großes Med-Kit immer zur Sicherheit.
Großen sind zwar teurer, halten aber mehr aus, sag ich mal, für den Panzer. Ach, das fand ich richtig eingezielt. Ich krieg die Kanone nicht runter. So, Objekt schön eins rein in die Seite. Und den zweiten, so. So, vier Schuss rausgejagt. Nur 755 Schaden. Ist jetzt nicht die Welt. Oh. Jetzt bin ich im Nachladermodus und unser E5, unser AMX 50B kriegt da jetzt langsam Probleme. Ich bin noch im Nachladen. Das ist wieder ein Replay-Bug hier, dann sieht man nicht, wie weit ich mal geladen hat. Und der E5 hat gerade ein bisschen was aufs Köpfchen gekriegt. So, gucken wir mal weiter. Steht 10 zu 2. Da ist jetzt noch das Objekt. Da unten muss ja irgendwo jetzt noch der IS-7 stehen, genau. So, mal gucken, ob wir das Objekt ein bisschen ärgern können zu zweit. Jetzt da keinen Baum umfahren. Gucken wir jetzt irgendwo drauf auf das Objekt. Jetzt haben wir hier ein E75 Objekt, da hinten der IS-7 noch. Okay. So. Den IS-7 kommen wir auch nicht drauf. Dann spielen wir ein bisschen mit dem Objekt. Oh. Ist unser AMX da leider raus. Gut. Muss ich auf mein Team hoffen. Ob da noch was geht. So, der ist raus. Jetzt gehen wir den E7 schon mal mit. Okay, E7 ist raus. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch unser Objekt. Raus. Und los, noch eins. Genau, und noch eins. Ach. Er bleibt. Jawohl. Sind wir von 48, was wir vorher hatten, auf zwei, knapp 2. 1400 Schaden hochgekommen. Kombiniert sind wir bei 2,7. Haben wir noch gut die Kurve. Ich krieg gesagt, aus der Nähe die haut die Kanone gut durch. Das ist keine Fernkampfwaffe. So, wollen wir mal gucken. Das war nur dritter Klasse. Ein bisschen Wirkungsfeuer. Kleines Geraffel. War das erste Gefecht mit dem Panzer. Mal 2. So, vom Schaden her, ja. Am Ende des ersten Drittels, sage ich mal. Hängen wir da so ein bisschen. So, detaillierter Report. Es gab extra Punkte dazu. Also wir haben so gut wie nichts verloren. Ja. Kurz und schmerzlos. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Wenn es euch gefällt, liked meinen Kanal. Macht es. Tut es. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Temmo67. Ciao.